Es war einmal. Vor langer, langer Zeit eine Prinzessin, die mit ihrem Vater, dem König, in einem wunderschönen Schloss lebte. Sie waren umgeben von Tieren und Fabelwesen und alle lebten glücklich und zufrieden. Doch nach all den glücklichen Jahren kam der Zeitpunkt, da wurde der König sehr krank. Nach seinem Tod war die neue Königin ganz auf sich gestellt. Um sie zu beschützen, verwünschte ein Zauberer das Schloss, sodass keiner außer der Königin selbst dieses betreten könne. Jeder, der durch den Torbogen läuft, wird vor Angst sofort wieder das Weite suchen. Und so kam es. Keiner konnte das Schloss betreten. Alle, die nur einen Fuß über den Torbogen setzen wollten, rannten sofort wieder raus. Keiner konnte bei ihr wohnen oder sie zumindest besuchen. Daraufhin war sie irgendwann sehr einsam. Sie wurde grimmig und böse. Eines Tages kam ein alter Gaukler am Schloss vorbei und sah die einsame, traurige Königin in ihrem Schloss sitzen. Er fragte eine Pilzsammlerin, warum denn die Königin so grimmig und traurig ist. Sie erklärte dem Gaukler den Zauber des Schlosses. Die Königin tat ihm so leid, dass er beschloss, etwas zu ändern. Zusammen mit der Pilzsammlerin riefen sie alle ihre Freunde und Waldbewohner herbei und gemeinsam suchten sie eine Lösung. Prinzessin Rapunzel hatte schließlich eine tolle Idee. Vielleicht kann man den Zauber mit einer List lösen. Er hat nur gesagt, laufen. Von tanzen hat er nichts gesagt. Musik, Tanz, Gesang. Konnte das die Lösung sein? Sogleich trommelten sie alle Kinder aus der Umgebung herbei. Die Königin freute sich so sehr. Der Tanz, die Musik und die Kinder hatten es geschafft.
Der Zauber war gebrochen. Es kehrte Leben ins verwunschene Schloss zurück. Alle Tierchen, Feen und Kobolde zogen wieder mit ein und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Natürlich verliebte sich der Gaukler in die Königin, heiratete sie und zog auch mit ein. Erstaunlich doch, bleibt man nur dran, was Tanz und Musik bewirken kann. Und die Moral von der Geschichte: Ohne Tanzen geht es nicht.